Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um die Armitec Prime C2 Pro Max mit einer Cree XAP 70.2 LED, 3720 Lumen im Turbo-Modus bei 17.000 Candela. Ja, wenn ihr wissen möchtet, was diese bärenstarke Taschenlampe so drauf hat, dann bleibt doch einfach mal dran. Ja, an der Stelle geht erstmal ein Dankeschön an die Firma Armitec raus, die mir nicht nur die Prime C2 Pro Max für ein Video zur Verfügung gestellt haben, sondern auch die Armitec C2 Partner. Da wird es demnächst auch noch ein Video drüber geben, aber die packe ich jetzt mal weg. In dem heutigen Video geht es ausschließlich um das gute Stück hier. Ja, geliefert wird die Prime C2 Pro Max wie immer bei Armitec im einfachen Pappkarton. Ich habe hier übrigens die Warmlight-Ausführung mit ca. 4000 Kelvin. Wem das jetzt wiederum zu warm sein sollte, kann diese Taschenlampe wie viele andere Armitec-Taschenlampen auch in der White-Light-Ausführung mit ca. 6000 Kelvin bekommen. Ja, hier neben seht ihr die einzelnen Leuchtstufen der Lampe, aber da gehe ich aber immer gleich im Detail noch genau drauf ein. Ich würde sagen, ich packe die Lampe mal aus. Und dann schauen wir mal, was wir hier alles so mit im Lieferumfang dabei haben. Mittlerweile habe ich euch ja schon einige Armitec-Taschenlampen vorgestellt. Ich bin mittlerweile wirklich großer Fan dieser Firma, muss ich ganz ehrlich sagen. Tolle Qualität, ganz robuste, leistungsstarke Taschenlampen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Jetzt habe ich hier zwei Ladekabel. Wie geht das denn? Egal. Also eigentlich ist nur ein magnetisches Ladekabel mit dabei. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch natürlich gleich noch. Dann gibt es hier ein schönes verstellbares Lanyard mit Druckknopf. Zwei Ersatz-Ohrringe. Dann haben wir hier die Bedienungsanleitung. Wie immer bei Armitec auch mit einem deutschen Teil. Wenn man sich mit der Lampe mal ein paar Minuten beschäftigt, dann weiß man im Prinzip, wie die einzelnen Einstellungen funktionieren. Ja, dann haben wir hier die Taschenlampe im einfachen Nylonholster hier mit seitlichen Gummibändern, einer Schnellverschlusslaufe hier hinten mit Druckknopf und Klettverschluss. Dann haben wir hier noch eine fest vernähte Gürtelschlaufe. Hier außerdem gibt es noch eine Öse, da könnt ihr die Lampe am Rucksack oder wie auch immer mit befestigen. Ja, außerdem mit dem Lieferumfang haben wir hier einen hauseigenen Armitec 21700er Akku mit 5000 mAh. Wir haben eine vergoldete Feder am Lampenkopf. Das heißt, wie so oft, der Akku ist schwimmend gelagert, denn in der Endkappe haben wir auch eine vergoldete Feder. In der Endkappe ist übrigens ein starker Magnet mit verbaut. Das macht die Lampe natürlich dadurch noch wesentlich vielseitiger einsetzbar. Ja, auch hier bei der Lampe gilt wieder, wie eigentlich bei allen Armitec-Taschenlampen, von der Verarbeitung her, da gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern. Das Gewinde ist sauber geschnitten, leicht gefettet. Hier seht ihr auch wieder die zwei Gummidichtungen. Also wie ihr hört, hört ihr nichts. Also da quietscht nichts, da knarzt nichts. Von der Verarbeitung her ist das wirklich ganz, ganz großes Kino, das die Firma Armitec hier anbietet. Ja, die übliche matt-schwarze, etwas stumpfe Anodisierung. Ich mag diese Anodisierung unheimlich gern. Hat einen richtig guten Grip. Gerade wenn die Taschenlampe mal nass geworden ist, ja, habt ihr trotzdem einen super Halt. Also probiert es mal aus. Und wie gesagt, ich mag diese stumpfe matt-schwarze Anodisierung wirklich sehr, sehr gerne. Ja, wir haben einen Seitenschalter aus Gummi. Hier vorne seht ihr hintergehärtete Mineralglas mit Anti-Reflex-Beschichtung, den glatten Reflektor. Da unten ist halt die Cree XAP 70.2 LED verbaut. Wie gesagt, 3720 Lumen bei 17.000 Candela. Ja, die maximale Fallhöhe gibt Armitec übrigens wieder mal mit 10 Meter an. Wasserdicht ist die Prime C2 Pro Max nach IP68 Zertifizierung bis zu 10 Meter Wassertiefe, deswegen auch die zwei Gummidichtungen.
und die Leuchtweite ist mit maximal 257 Meter angegeben. Ja, einen elektronischen Lockout gibt es leider nicht. Wenn ihr die Lampe sperren wollt, Endkappe eine Viertelumdrehung aufdrehen und dann habt ihr die Lampe praktisch in den mechanischen Lockout gesetzt. Ja, was noch zu beachten ist, ist, dass die Amitec Prime C2 Pro Max über eine einfache und eine erweiterte Steuerung verfügt. Insgesamt hat die Lampe 6 Leuchtstufen in der einfachen Steuerung mit nur einem Turbomodus und keinem Stroboskopmodus. In der erweiterten Steuerung sind es 10 Leuchtstufen. Hier haben wir 2 Turbomodis und zusätzlich noch 3 Stroboskopmodis. Die Leuchtstufen gehe ich natürlich gleich noch mit euch durch. Ja, kommen wir erstmal zu den Maßen der Lampe. Die Länge liegt bei 135,4 mm. Der Durchmesser am Lampenkopf beträgt 41,2 mm. Und am Lampenkörper liegen wir zwischen 25,7 und 31,2 mm an der Endkappe. Das Gewicht ohne Akku beträgt 130 Gramm. Mit 21700er Akku sind es 200 Gramm. Ab Werk kam die Lampe diesmal in der einfachen Steuerung daher, also mit 6 Leuchtstufen. Die gehe ich jetzt mal ganz kurz mit euch durch. Und zwar, wenn ihr den Seitenschalter jetzt drückt und haltet, könnt ihr jetzt die ersten 5 Leuchtstufen in einem hochschalten, also Glühwürmchen 1, 2, Main 1, 2, 3 und dann Doppelklick zum Turbo 2. Mache ich jetzt mal kurz, also Glühwürmchen 1, 2, Main 1, 2, 3 oben angekommen. Das ist jetzt Main 3 mit 420 Lumen, Doppelklick, Turbo-Modus, Turbo 2 in dem Fall mit 3720 Lumen. Ihr könnt aber auch Turbo 1, also mit 1210 Lumen, den ihr in der erweiterten Steuerung zur Verfügung habt, auch in der einfachen Steuerung als euren Turbo-Modus programmieren. Dazu müsst ihr, wenn ihr in der erweiterten Steuerung seid, einfach die Lampe in den Turbo 1, also mit 1210 Lumen, schalten, dann die Lampe ausschalten und dann schaltet ihr auf die erweiterte Steuerung. Wie man jetzt von der einfachen auf die erweiterte Steuerung und umgekehrt schaltet, zeige ich euch jetzt mal kurz. Also ihr dreht die Endkappe eine Viertelumdrehung auf, drückt und haltet den Seitenschalter, dreht die Endkappe wieder zu. So, jetzt bin ich schon in der erweiterten Steuerung mit 10 Leuchtstufen. Diese gehe ich jetzt mal komplett mit euch durch. Also, drücken, halten, Glühwürmchen 1 mit 0,37 Lumen für angegebene 64 Tage. Dann drücken, halten, Glühwürmchen 2 mit 6,5 Lumen für angegebene 10 Tage. Wenn ihr den Schalter jetzt drückt und gedrückt haltet, könnt ihr immer zwischen Glühwürmchen 1 und 2 hin und her schalten. Achtung! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wenn ihr jetzt in die Hauptleuchtgruppen Main 1, 2 und 3 schalten wollt, müsst ihr einen Doppelklick durchführen. Machen wir jetzt mal. Also jetzt bin ich in dem Fall in Main 1 mit 42 Lumen für angegebene 64 Stunden. Drücken, halten. Main 2 mit 140 Lumen für angegebene 21 Stunden, drücken, halten. Main 3 mit 420 Lumen für angegebene 6 Stunden und 25 Minuten. Wenn ihr jetzt den Schalter drückt und gedrückt haltet, könnt ihr halt zwischen Main 1, 2, 3 hin und her schalten. Oder rauf und runter, wie auch immer. Wenn ihr jetzt in den Turbo-Modus wollt, müsst ihr dreimal klicken. 1, 2, 3. Das ist jetzt Turbo 2 mit 3720 Lumen für angegebene 2 Minuten. Danach regelt die Lampe dann runter auf 840 Lumen. Wenn ihr jetzt den Seitenschalter drückt und gedrückt haltet, kommt ihr in Turbo 1 mit 1210 Lumen für angegebene 37 Minuten. Danach regelt die Lampe ebenfalls runter auf 840 Lumen. Wenn ihr jetzt den Schalter drückt und gedrückt haltet, könnt ihr immer zwischen Turbo 1 und 2 hin und her schalten. Also Turbo 2, 1, 2, 1. Doppelklick, kommt ihr wieder zurück in die Hauptleuchtgruppe Main 1, 2 oder 3. Wenn ihr jetzt viermal klickt, kommt ihr in die Stroboskop-Modis. In dem Fall jetzt
Stroboskop 3 mit 3720 Lumen, 10 Hertz, das ist auch ziemlich heftig, für angegebene 6 Stunden und 42 Minuten. Jetzt den Schalter drücken, halten. Das ist jetzt Strob 2 mit 3720 Lumen, 1 Hertz. Drücken, halten. Das war falsch, nochmal. Wo ist er denn? Jetzt. Also Stroboskop 1 mit 140 Lumen, 1 Hertz. Doppelklick, seid ihr wieder zurück in der Hauptleuchtgruppe Main 1, 2 oder 3. Jetzt in dem Fall Main 1 mit 42 Lumen. Also wenn man die Steuerung einmal verstanden hat, ist sie wirklich kinderleicht zu bedienen. Das gilt nicht nur für diese Lampe hier, sondern die Steuerung ist ja bisher eigentlich immer gleich gewesen bei vielen anderen Armitec Taschenlampen, die ich euch auch schon vorgestellt habe. Videos dazu findet ihr natürlich auch bei mir auf dem Kanal. Ja, so viel zu den Leuchtgruppen. Ich kann euch noch mal ganz kurz zeigen, wie man jetzt von der erweiterten Steuerung wieder in die einfache Steuerung schaltet. Also Endkappe ein bisschen aufdrehen, Seitenschalter drücken, gedrückt halten, Endkappe zudrehen. Schon bin ich in der einfachen Steuerung mit 6 Leuchtstufen. Also nochmal angefangen. 1, 2, 3, 4, 5. Doppelklick, Turbo-Modus, 3720 Lumen. Also im Prinzip wirklich eine sehr einfach zu bedienende Taschenlampe. So, ich habe das Ladekabel mal angeschlossen. Dann leuchtet nämlich jetzt hier in diesem magnetischen Kopf eine LED oder das Akkusymbol hier grün. Und wenn ihr das Kabel jetzt hier hinten andockt, fängt jetzt hier auf der anderen Seite dieses Symbol an, rot zu blinken. Jetzt wird der Akku in der Lampe noch nicht aufgeladen. Jetzt müsst ihr die Endkappe eine Viertelumdrehung aufdrehen, mache ich jetzt mal. Erst wenn dieses Symbol dauerhaft rot leuchtet, wird der Akku in der Lampe aufgeladen. Also es ist ganz wichtig, das zu wissen, weil bei der ersten Armitec Taschenlampe, die ich hatte, war das nämlich genauso. Ich habe das einfach angedockt, so wie eben gerade. Dieses Symbol hat rot geblinkt und da habe ich halt gedacht, naja, der Akku wird jetzt aufgeladen. Ja, und als das Symbol nach 4-5 Stunden immer noch am Blinken war, da habe ich mir überlegt, hier stimmt irgendwas nicht. Du musst doch gewiss mal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen. Also ganz wichtig, dieses Symbol hier muss dauerhaft rot leuchten. Erst dann wird euer Akku aufgeladen. Wenn ihr die Endkappe jetzt wieder zudreht, fängt das Symbol wieder rot an zu blinken und der Akku wird nicht aufgeladen. Also kurz aufdrehen, dauerhaft rot. Wenn der Akku dann voll aufgeladen ist, leuchtet dieses Akkusymbol halt hier auf der anderen Seite dauerhaft grün. Ja, so viel dazu nochmal. Ja, fehlt zum Abschluss noch der Preis der Lampe. Dieser liegt regulär bei Armitec im Shop bei 125 Euro. Ihr könnt aber mit meinem Gutscheincode Leuchtkraft10, Leuchtkraft groß geschrieben, 15% sparen. Nicht nur auf das Modell hier, sondern generell auf alle Taschenlampen, die ihr bei Armitec im Shop findet. Wer Interesse an der Lampe oder an irgendeiner anderen Armitec Taschenlampe hat, dem verlinke ich das Ganze mal hier in der Videobeschreibung. Meinen Rabattcode werde ich auch dort mal hinterlegen. Ja, und wer möchte, kann sich da natürlich gerne mal umschauen. Ja, ich denke, das soll es mit den technischen Daten soweit schon gewesen sein. Weiter geht's mit den Praxisaufnahmen und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß dabei. Weiter geht's mit den Praxisaufnahmen der bärenstarken Armitec Prime C2 Pro Max mit einer Cree XAP 70.2 LED, 3720 Lumen in der höchsten Leuchtstufe. Ich werde jetzt gleich mal alle Leuchtstufen in der erweiterten Steuerung mit euch durchgehen, angefangen mit Glühwürmchen 1. 0,37 Lumen. Ja, Glühwürmchen 1 mit 0,37 Lumen. Entfernung zu dem Bäumchen hier vorne ca. 1,50 Meter. Weiter geht's mit Glühwürmchen 2, 6,5 Lumen. So, da kann man schon so richtig was mit anfangen. Entfernung zu dem Bäumchen hier vorne jetzt ca. 2,50 Meter.
Weiter geht's mit Main 1, 42 Lumen. Bin wieder mal bei mir hinterm Haus im Garten. Entfernung zu dem Torbogen da oben, wie gehabt, ca. 15 Meter. Ja, Main 2 mit 140 Lumen. Main 3 mit 420 Lumen. Das ist schon extrem hell, wie ihr sehen könnt. Ich habe ja hier die Warmlight-Ausführung mit ca. 4000 Kelvin. Sehr angenehme Lichtfarbe, wie ich finde. Weiter geht's mit Turbo 1, 1210 Lumen. Mega hell hier, schaut euch das mal an. Ja, Turbo 2 mit 3720 Lumen. Wahnsinn. So, ich werde jetzt auch mal die Stroboskop-Modis durchgehen. Stroboskop 1 mit 140 Lumen. 1 Hertz. Stroboskop 2, 3720 Lumen, ebenfalls 1 Hertz. Ja, und zum Abschluss Stroboskop 3, 3720 Lumen, 10 Hertz. Auch ziemlich heftig. Ich werde jetzt nochmal den Standort wechseln und zuerst mal das weiße Wasserhäuschen da oben anleuchten. Ja, nochmal Main 1 mit 42 Lumen, Entfernung zum Wasserhäuschen, wie gehabt, ca. 20 Meter. Main 2 mit 140 Lumen. Main 3 mit 420 Lumen. Nochmal Turbo 1 mit 1210 Lumen. Boah. Turbo 2 mit 3720 Lumen. Bin jetzt nochmal in Main 2 mit 140 Lumen. Entfernung zum übernächsten Nachbarhaus ca. 90 Meter. Die Leuchtweite ist ja mit 257 Meter angegeben. Ja, Main 3 mit 420 Lumen. Nochmal Turbo 1 mit 1210 Lumen. Boah, und Turbo 2 mit 3720 Lumen. Mein Haus ist auf jeden Fall taghell hier. Mega Lampe, mal wieder von Amitec. Bin von der Firma auch nichts anderes gewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich werde jetzt nochmal den Standort wechseln. Wie gehabt, mal oben in den Wald gehen. Nochmal Main 1 mit 42 Lumen.
Entfernung zur Bank hier vorne ca. 12 Meter. Main 2 mit 140 Lumen. Main 3 mit 420 Lumen. Jetzt könnt ihr die Baumgruppe im Hintergrund schon einigermaßen gut erkennen, ca. 90 Meter von mir entfernt. Turbo 1 mit 1210 Lumen. Das ist schon richtig heftig. Mega Ausleuchtung hier, wunderschön. 4000 Kelvin, sehr, sehr angenehme Lichttemperatur. Ja, Turbo 2 mit 3720 Lumen. Ja, taghell würde ich sagen. Nochmal Turbo 1, 1210 Lumen. Ich denke, ihr könnt die Baumgruppen in ca. 200 Meter Entfernung schon einigermaßen gut erkennen. Ja, Turbo 2, 3720 Lumen. Main 1, 42 Lumen. Main 2, 140 Lumen. Main 3, 420 Lumen. Also die 420 Lumen, die reichen ganz locker aus, um damit im Dunkeln spazieren zu gehen oder wie auch immer. Auf jeden Fall hell genug das Ganze. Nochmal Turbo 1, 1210 Lumen. Turbo 2, 3720 Lumen. Ich nehme euch jetzt noch mal ein paar Meter mit. Ich bin in Main 3 mit 420 Lumen. Also ihr seht schon, das ist auf jeden Fall hell genug, um sich damit im Dunkeln zurechtzufinden. Da ist wieder die weiße Ecke von dem Wasserhäuschen, die ich vorhin von unten angeleuchtet habe. Ja, nochmal Turbo 1, 1210 Lumen. Turbo 2, 3720 Lumen. Das ist natürlich schon brachial hell. Das ist wirklich bekloppt. Ja, ich denke, das soll es mit den Praxisaufnahmen der Armitek Prime C2 Pro Max auch gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert doch meinen Kanal, unterstützt mich etwas. Bei mir geht es ja überwiegend um LED-Hochleistungstaschenlampen, aber auch um Messervorstellungen. Wer daran Interesse hat, kann sich bei mir auch gerne mal umschauen. Falls ihr Fragen habt oder auch mal einen Kommentar dalassen möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Mit mir kann man in der Regel über alles reden, bin für alles offen. Ja, ich denke, das war's für heute und ihr hört wie immer von mir. Macht's gut. Ciao, ciao.